Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge der Long Dark Episode 4. Wir sind mit Mackenzie in der Mine und haben uns entschlossen oder festgestellt, wir müssen mit dem Aufzug fahren, offensichtlich. Und das machen wir auch. So. Was haben wir für S nach unten fahren? Jetzt wird es erstmal dunkel. Einfach mal so weit, bis es nicht weitergeht, und dann machen wir uns die Lampe an, würde ich sagen. Ach, hier unten ist sogar Licht. Floor 3. Floor 2 war da oben irgendwo, wo war. Na, da war ja nichts. Gut. Ah, das ist clever. Er nimmt die Kurbel mit. Der ist ja clever. Hunger hat er, das werden wir erstmal regeln müssen. Hat dann hier geschmackloser Schokoriegel, den kann er auch gleich mit verputzen. Und das mit dem Durst, das klären wir später. Gut, giftige Dämpfe. Müssen wir sehen. Vielleicht nehme ich die Fackeln doch mit. Lampenöl ist gut. Brauche ich die Fackel vielleicht doch nicht. So als Notfallreserve. Danger Toxic Gas. Na toll. Gibt es nochmal Kohle? Da muss es ja einen Weg geben, das Toxic Gas loszuwerden. Irgendeine Belüftung zu aktivieren. Kriegt man das rechtzeitig mit oder fällt er einfach tot um? Man kriegt das mit. Da liegt eine Kurbel. Erstickungsgefahr. Keine Erstickungsgefahr mehr. Frische Luft. Finde die Zünder, ja, das mache ich. Und was hast du hier? Die Aufzugkurve und ein Waldflüstererbrief. Aber du hast mir nie gesagt. Nein. Das mit der Kurbel und dem. Nein. Ja. Wie ist denn das jetzt? Habe ich jetzt Erstickungsgefahr oder nie? Nee. Dampfrohrventil offen. Nehme das Ding mal mit, weil ich es ja vielleicht noch brauche. Mal zurück. Das heißt, ich muss jetzt an jeder Stelle das entsprechende Ventil finden. Ja, wenn es weiter nichts ist.
Erde gehen. Nee, das nicht. Du solltest das mitnehmen. Kannst du nicht. Aber wenn ich das jetzt nochmal brauchen sollte, da hinten ist da immer noch schlechte Luft. Gefällt mir gar nicht. So, was hast du hier? Benötigt Torschlüssel der Mine. Ach, das kann ja ein Gesuche werden. Gut. Da ist schlechte Luft. Ich habe keinen Griff mehr. Kann ihn auch nicht bewegen. Gut, wie viel Zeit haben wir? 20 Sekunden. Aha, einfach durchrennen. Da ist der Griff. Wie weit bist du überladen? Umso weniger du mit dir mehr drum schleppst, umso weniger. Umso schneller bist du, umso weniger gefährlich ist das Ganze. Das ist gut. Dann kannst du mal noch du hast aber ganz schön viele Dosen gesammelt. Na nü. Wir hasten jetzt 42 Kilo, okay. Ja, kann ja nur schief gehen, würde ich sagen. Also los. Teilschrott, okay. Okay, das. Achso, immer noch. Ich dachte, du warst schon raus. Dann gehen wir zurück. Gott, ich muss da durchrennen, ey. Also, wie weit ist denn der Weg? Kommt, jetzt machen wir es mal so. Passt mal auf. Kilo, das ist schon mal gut. Gut, also dann. Frischluftventilsocke. Nee. Offen lassen war, glaube ich, gar nicht so schlecht die Idee. Und wo ist jetzt das nächste Ventil? Müssen wir zurückrennen jetzt, oder? Achso, wir können ja erstmal den Kollegen uns angucken. Torschlüssel der Mine, danke. Waldflüstererbrief. Es gibt also eine Art Lichtsystem, das eine der Zahlen für das Schloss verraten soll.
muss einen Weg finden, den richtigen Platz auf der zweiten Ebene zu erreichen, damit ich es sehen und die Zahl anhand der Blinklichter ablesen kann. Die anderen sind ohne mich weiter. Ich rufe mich hier nur kurz aus. Oh, dann haben die anderen es wohl nicht geschafft. In der zweiten Ebene den richtigen Platz finden, damit ich die Zahl anhand der Blinklichter ablesen kann. Okay. Gut. Ich muss zurück und irgendwo den Frischluftventil sorgen. Also den lassen wir mal lieber auf. Huströschel. Gut. Dann nehmen wir erstmal dein ganzes Zeug wieder. Ach, ja, Muni rum. So, jetzt habe ich zwar den Griff. Oh, jetzt kann ich erstmal aufschließen. This has to be the way. Das Wasser. So cold. Besser als nasse Füße. Nö, zieh mal die hier an. Achso, jetzt hast du Mackenzies Stiefel und du schleppst die ganze Zeit brauchbare Wanderstiefel mit dir rum, die viel besser sind als die Mackenzie Stiefel. Oh Mann, 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 Mann. So. Kommen wir da nie durch, heil. Gott. Naja. Muss es probieren, oder? So, dann lass uns mal da durch. Sehr gut. Da hinten ist es noch nicht bereinigt, aber hier zumindest. Das ist gut. Dann mach noch mal die Lampe voll hier. Eine brennende Lampe aufzufüllen ist zwar auch nicht so toll, aber... Schon wieder Ersteckungsgefahr. Hey, und das ist so weit. Noch sehe ich nichts. Ja, ist es okay. Okay, jetzt können wir nicht mehr mitnehmen. Das ist nicht schön. Denn ich glaube nicht, dass es gut ist, hier in den Fahrstuhl zu steigen. Davon mal abgesehen, dass er ganz schön müde ist. Das heißt, was war denn jetzt hier noch? Achso, die Sachen hat er ja gefunden, ja.
Und hier findet die erreichte Mineneingang, haben wir gemacht. Ja, gut. Das heißt, wir legen uns mal den Schlafsack hier hin. Ja. Und dann schlafe ich erstmal eine Runde, damit ich hier die Tragfähigkeit erhalte. Und hier unten ist es ja egal, ob es Tag oder Nacht ist. Da brauche ich so oder so Licht. Ist es gut, da reinzustehen und mit der Kurbel nach oben zu fahren? Funktioniert das? Soll ich das mal probieren? Einsteigen, Kurbel und nach oben. Kurbel schneller. Ersteckungsgefahr geheilt. Na, das ist doch schön. Flur 2. Ich kann hier noch weiter nach oben fahren. Aber ich bin noch jetzt bei einem anderen Aufzug. Ach, das ist die Ecke mit der Leveres Bursch. Nimm den mit, den. Die Kurbel. So, jetzt bin ich hier. Tor immer noch geschlossen. Macht nicht. Dann fahren wir wieder nach unten. Kann ich den ganzen Tag machen, hoch und runter fahren. So. Dann fahren wir jetzt in den zweiten Flur. Und gucken mal. Was uns dort erwartet. Wasser nicht gut. Weißt du, dass es kalt an den Füßen ist? Aber besser kurz kalte, nasse Füße als nasse Schuhe und Socken. Ne, zieh mal die an. Nix gefunden. Danke für den Hinweis, aber dort geht's eh nicht weiter. Hat der ja zugemauert, oder? Exit. Tja, wo sind wir denn jetzt? Zu. Locked. Das habe ich schneller rausgekriegt. Die Fackel nehmen wir nicht mit. Achso, Ebene 2 an die richtige Stelle stellen und dann anhand der Blinklichter. Aber wo ist die richtige Stelle?
Wonder if this is any good to eat. All this gear is slowing me down. 86% haben die Schuhe, die die warten haben, 89%, das ist sehr gut, dann lasse ich die an. Gut, hier gibt's Holz. Zünder. That's what I'm looking for. Da ist zumindest Licht. Aber gibt es da auch Blinklicht? Das heißt doch jetzt, wir haben die Zünder, verlasse die Mine. Ach, leichter gesagt als getan. Bolzenschneider. Bolzenschneider ist sehr gut. Damit können wir die Schlösser aufschneiden. Ich hatte noch mehr Lampenöl. Ich hatte zwei Schlösser gefunden. Okay, lange Pause. Ich habe bis 7 gezählt. Geht's nochmal los? Und 7. Gut, bis 7 habe ich gezählt. Das heißt, welche Zahl ist das? Die eine der Zahlen wird das Schloss verraten soll. Ich weiß bloß nicht welche. Die dritte ist die 18, das weiß ich schon. Und wenn das auf der zweiten Ebene ist, dann ist es naheliegend, dass das auch die zweite Zahl ist, oder nicht? Hm. Gut. Bolzenschneider. Kann ich jetzt das Tor aufmachen? Und das andere war am Fahrstuhl. Genau, wenn ich jetzt mit dem Fahrstuhl hochfahre, dann komme ich da raus. Das ist wahrscheinlich der Shortcut, dass ich nicht den ganzen Weg zurück muss. So, die andere Frage ist, geht's hier runter? Da liegt auf jeden Fall eine blaue Fackel. Nehme ich mit. Liegt noch mal jemand. Und eine Wasserflasche.
Waldflüstererbrief. Hochexplosive Sprengstoffe, giftiges Gas, bodenlose Abgründe. Es war Knochenarbeit, aber wir haben den letzten Teil der Kombination zusammen. Sie haben die Schilder auf dem Weg zum Aufzug markiert. Clever. Und jetzt nichts wie raus hier. Finally. I better take this food. Löse die Rätsel und regle das Schloss am Versteck. Na, nichts leichter als das. Rätsel lösen. Ist doch schon wieder komplett überladen. Was hat er denn dabei? Achso, ein Bolzenschneider, glaube ich, ne? Wiegt der was? 1,5 Kilo nur. Naja. Gut. Wir müssen zurück zum Aufzug und dann nach oben fahren. Da sind wir hergekommen, also geht's da lang. Okay, sie haben eine Schilder auf dem Weg zum Aufzug markiert. Das heißt, wir fangen an mit einem Tee. Da ist ein L. TL. TL. Halt, stopp. Elevator, ein V. Also zieh dir mal deine Schuhe wieder an. Nee. Die hier sollst du anziehen. Oben von vorne, genau. TLV. Ratsch. Wunderbar. Brauchen wir den Bolzenschneider jetzt noch? War noch irgendwo ein Schloss? Gott, wir sind so überladen, dass wir nicht einmal rennen können. Dann lass uns mal noch was essen. Können immer noch nie rein. Muss man ja alle Schilder sehen jetzt hier, ne? Wenn ich ein paar übersehe, habe ich ein Problem. Kriege ich die Zahl nie zusammen. TLV, was soll das?
kann ja mal die Lampe dabei dann nachfüllen. Also ich bin jetzt erstmal wieder ganz oben, richtig, auf dem ersten Floor. Das heißt, ich laufe jetzt direkt zum Minenausgang und werde sehen, ob ich das Waldflüsterer-Versteck aufkriege. Wenn nicht, dann nicht. Und was mache ich dann überhaupt? Mein, ein E würde ich ja fast vermuten, soll das sein. Lassen wir in der Hand. Der Schnappfinger drückt immer die Maustaste runter. Das Wasser? Ne, ist kein Wasser. TLVE. Wenn ich mich recht erinnere, ging es hier raus, ne? Jetzt noch ein E. Noch ein E markiert. Aber jetzt bin ich ja schon draußen, oder? Mal zwei E. Dort ist der Hörer. Mache ich erstmal die Lampe aus, damit ich nie wieder das ganze Lampenöl verbrenne, während er mit ihr labert. So how did it all work out? Hello again. Well, I managed to sabotage the locking mechanism, but that won't change much. Mathis found dynamite, and soon, thanks to me, he'll have detonators too. He plans to blast through to Solitary and get Donner out that way. Shit. Time for the nuclear option. But I thought you said you didn't have it. Relax, Mac. Figure of speech, right? What are you gonna do? We're out of time. I've been gone for too long. Atwood's gonna be pissed. What did you say? Huh? Nothing. Just said we're running out of time. No, after that. Oh, right. Just my thesis advisor. She's the only reason I'm out here at all, Mackenzie. I'm a grad student, astrophysics. So, it just so happens that this part of Great Bear offers one of the best unoccluded zones, ideal for setting up certain sensitive instruments for my research, so that... I have to see her. You have to see my thesis advisor. You aren't making any sense, Mackenzie. It'll take too long to explain. We need to get out of here and get to Atwood as soon as possible. Oh. Okay. How do you know about her? And what about Mathis? And Donner? If they make it out, there's a good chance they'll end up finding Atwood. And that's a big part of what I'm trying to prevent. Where is she? The Suzuki Radio Telescope. It's about 15 to 20 clicks from here. That's where I was headed when my car stopped working. I've been living there, doing research for months, alongside Dr. Atwood. Mackenzie? If the convicts find out about the radio telescope, it'll be bad. It's an old government facility, so there's all kinds of supplies there. Food, medical equipment, vehicles, radios. They could hunker down for weeks, months. It'd make a hell of a base of operations for all manner of evil shit they might get up to. They could prey on everyone within 100 clicks.
Blackrock is a fortress, but it's broken. It's been broken by the Aurora and everything that's going on right now. But what the hell is going on right now? I'm not 100% sure. But astrophysically speaking... Yeah? It's pretty messed up. Look, Suzuki is shielded. Due to the kind of work they do there, it's shielded from electromagnetic radiation. There's a good chance that all the shit that's been going on out here, that it hasn't been affected in the same way. Which means? It means Suzuki may be the key. So, how do we get out of here and stop Mathis and Donner at the same time? Not sure. But I have an idea. Just buy me some time. I'll do what I can. Good luck to us both, Mackenzie. Ja, da wissen wir Bescheid. Da wissen wir Bescheid. Wir müssen dahin. Ist Edward der Nachname von Astrid? Dr. Astrid Edward? Das könnte so sein. Ansonsten sind wir jetzt hier am Versteck. Ich habe die Buchstaben TLVEE aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung, aber es könnte eine 3 sein. Dann wären aber zwei Rechtschreibfehler drin. Dann sind es statt L und V A und R. 3. Oder es ist ein Rätsel, das könnte 12 lauten. 12. Da hätte man das W irgendwo übersehen. Und ich weiß noch nicht, ob es die erste oder die zweite Zahl ist, aber ich würde vermuten, die erste Zahl. So. Also, drehen wir erst einmal in die Richtung. Bis zu 12. Okay. Dann ist es die 12. Dann ist das nächste die 7. Und das letzte war die 18. Oh, schön. Wunderbar, Kampfstiefel. Noch ein Waldflüsterer-Memor. Das lese ich mir nicht durch. Hab's nur so kurz überflogen, für euch die Chance, das Video anzuhalten. Was zu essen, eine ganze Menge sogar. Schießpulver brauche ich eigentlich nie. Krachmacher, fertige Krachmacher. Munition. This stuff will come in handy. Wie könnte ich Munition liegen lassen? Da brauche ich aber auch keine Krachmacher mehr. Da habe ich genug davon. Aber was zu essen werde ich mitnehmen. Ein Dosenöffner habe ich, der ist auch noch recht gut erhalten. Is it food or? Jetzt ist er komplett überladen. 50 Kilo. Was hätte denn das Gewehr? 78%. Okay, Krachmacher brauche ich nicht. Schießpulver. Bin eigentlich bestens ausgerüstet. Hoffe ich. Ich bin der festen Überzeugung, dass es so ist. Gut, wir haben das Versteck aufgemacht, die Kampfstiefel, aber die brauchen wir nicht. Dann können wir rausgehen. Kommen wir jetzt eigentlich hier oben raus? Ne, hier kommen wir nicht raus. Müssen wir jetzt den ganzen Weg von der Mine zurücklaufen? Ich habe den Bolzenschneider noch. Wenn ich nicht mehr bräuchte, hätte er dann doch bestimmt weggeräumt, oder? Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, war hier draußen noch irgendwo ein verschlossenes Tor?
Oh mein Gott. Das hat ja super funktioniert. There's no going back that way. Oh. Es leuchtet. Okay, und wo müssen wir jetzt raus? Doch dort oben, oder? Geht ja nie anders. War der einzige Ausweg. Könnten wir die Taschenlampe nehmen, weil jetzt bringt sie uns tatsächlich was. Jetzt ist hier oben frei plötzlich. Ja. Interessant. Da geht's raus. Gut, da geht's raus. Für uns geht's jetzt erstmal nach Hause. Für heute verabschiede ich mich von euch. Ich freue mich auf morgen, wenn wir hier an dieser Stelle weitermachen. Mal schauen, was uns noch erwartet. Und ja, das Erste bedanke ich mich fürs Zusehen.